Ja, jetzt ist der November gekommen und ich habe mir gedacht, damit man dieses traurige Wetter nicht in sich hineinlässt, singe ich im November ein paar Mantren mit dir, wenn du möchtest. Und wenn jetzt gerade ein anderer Monat ist, dann ist es auch nicht schlimm. Mantren kann man immer singen. Und ich habe ein paar schöne rausgesucht für den November jetzt. Und ein paar habe ich in dieses kleine Minibuch getan. Zum Beispiel auch Adler will fliegen, was ich jetzt mit dir singen möchte. Das ist super schön einfach, vor allem auf der Ukulele. Wir brauchen eigentlich nur zwei Akkorde. Und zwar den einen, den du schon hast, wenn du die Ukulele gestimmt hast, in A-Moll 7 und ein D-Moll. Es geht so. Ja? Und das Lied ist traditionell Hopi, also von den Natives, der Hopi, der Indigenen. Und es ist ein Call and Response. Eigentlich müssen wir es zusammen singen eben. Ich singe eine Zeile und du antwortest. Und es geht so. Ich singe jetzt beides. Es ist vielleicht einfacher für dich, aber deswegen wiederholt sich immer alle jede Zeile. Also, wir fangen an mit dem Moll. Viel Spaß mit dieser Adler-Power. Die wünsche ich dir für diese Woche und nächste Woche gibt es das nächste Mantra. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du im Dezember-Newsletter dieses Mantra-Ukulele-Mini-Buch haben möchtest mit ein paar schönen, einfachen Mantren drin, dann abonniere meinen Newsletter. Und wenn du mich unterstützen möchtest und alles auch immer ein bisschen früher erfahren möchtest, was hier so in meiner Ukulele-Crew und meiner Ukulele-Welt vor sich geht, dann komm zu meiner Ukulele-Crew, das sind meine Patrons und ich bin super dankbar, wenn du mich unterstützt, weil so kann ich diese ganzen Videos machen und so kann ich auch weiter auf meiner musikalischen Reise sein. Danke dir dafür. Tschüss!